Endlich ist es mal wieder soweit. Nachdem der April ohne irgendwelche spannenden News ausgekommen ist, gibt es jetzt umso mehr. Drei neue Packs mitsamt Themen wurden veröffentlicht. Mehr dazu in diesem Video. Noch ganz heiß sind die Informationen, die der englische Sims Twitter-Account geteilt hat. Von diesem wurde nämlich ein neues Video veröffentlicht, in dem man schon einen ersten Einblick in die neuen Inhalte bekommt, welche diesen Mai und Juni erscheinen werden. Wir sehen eine Frau, die vor ihrem Fernseher entspannt und eine kleine Familie im Garten, einer koketten Frau, dem Mondlicht und einer versifften Seitenstraße zusieht. Wie verraten wurde, können wir uns hier über zwei neue Sets und ein neues Gameplay-Pack freuen. Dank der offiziellen Website wissen wir jetzt bereits sogar die Themen der einzelnen Packs. Tatsächlich ist es so gut wie sicher, dass wir ein neues Werwolfs-Gameplay-Pack erhalten werden. Auf der Website steht: Erobere die Nacht. Der Spaß beginnt, wenn die Sonne untergeht. Ob du dich für ein bedeutsames Date einkleidest, schöne Erinnerungen im eigenen Garten sammelst oder in Rage gerätst, in dieser Saison wirst du lange aufbleiben. Das Wolfsgeheule im Trailer und der Schriftzug "Die Bestie entfesseln" sind hier extrem eindeutig. Außerdem wird sich ein Set um neue Klamotten für besondere Dates drehen, das andere hingegen für gemütliches Campen im eigenen Garten. Beachtet aber, dass auf keinem der Screenshots außer dem des Werwolfs neue Inhalte zu sehen sind. Die Region scheint nämlich komplett neu zu sein, dies ist also vermutlich Teil des neuen Gameplay-Packs. Besonders ist tatsächlich, dass wir alle der neuen Inhalte in nur 2 Monaten erhalten werden. Es ist also damit zu rechnen, dass die beiden Sets vielleicht wieder zu einer ähnlichen oder sogar gleichen Zeit angekündigt werden könnten. Schaut in der Beschreibung vorbei, in der ich eine Community-Umfrage zu The Sims 4 veröffentlicht habe, die ich in einem der nächsten Videos auswerten möchte. Außerdem könnt ihr bei Instant Gaming bis zu 70% auf Sims 4 Packs sparen, auch hier ist der Link in der Beschreibung. Was denkt ihr zu den neuen Packs? Hättet ihr euch eher über ein neues Erweiterungspack gefreut oder seid ihr eher gespannt auf die Werwölfe? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.